Ignoriere mich nicht. Ich bin hier. Meine Schwester ignoriert ein bisschen richtig ausrastet. Ich darf nicht so laut reden, Leute, weil sie ist direkt daneben. Aber Leute, wir wollen heute ganz normal leben, als würde es nur uns geben. Dich, mich und Inga. Und ansonsten existiert für uns nicht. Sie muss richtig ausrasten, vor Wut rot werden, wie man es in einem Film kennt. Aus ihren Ohren muss Dampf kommen. Let's go. Wir haben zuerst gesagt, dass wir heute meinen Alltag zeigen und was wir halt so machen tagsüber. Und ja, da denkt sie natürlich, dass sie mitrennen wird. Das wird sie natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall müssen wir erstmal zu Rossmann, Leute. Ich brauche einen Bund für Schwangere, weil ich bin so fett. Ich krieg meine Hose nicht mehr zu. Kommt mit. Leute, heute sehe ich auch aus wie eine Chaya, abgesehen davon. Deshalb brauche ich auch ein Chaya-Parfüm. Und das finden wir bei Elk im Zimmer. Nee. Die Olle hat mir gezeigt, wo es ist. Benutz nicht zu viel. Ich habe bei dein Date. Sel, deswegen ist halber leer, Alter. Leute. Selina, ich hab kein Geld für ein neues. Ich bin zwar krank, ich rieche es nicht, Leute, aber es riecht bestimmt bombastisch. Oh mein Gott. Es riecht teuer. Nein, das ist nicht, wenn ich das auch für mein Date. Komm, Leute, wir gehen in die Stadt zu Rossmann. Komm, Inga, wir gehen. Inga? Komm, wir gehen. Warum kann sie nicht? Okay, tschüss, Leute. Kommt uns bloß nicht nach. Inga gönnt heute kein Subway. Wer gönnt? Inga ist jetzt unterwegs in die Stadt, Leute. Und ich brauche was von Rossmann und DM. Bei Rossmann brauche ich meinen Hosenstall. Für Größere, für Schwangere. Weil die dick geworden ist. Ihr seht, es geht nicht zu. Und bei DM brauche ich halt girly Stuff, ne? Wie immer, Leute. Ich kaufe schon mal nasse Geschenke. Ich suche einen Hosenbunderweiterer und ich weiß, dass sie das hier haben. Ich weiß echt nicht, wo die diese Hosenbunderweiterer haben, gell? Ihr müsst auch die Augen aufmachen, also ihr und Inge. Hey, ignoriere mich nicht, Alter. Ich glaube, bei Schwangeren vielleicht. Ignoriere mich nicht. Ich bin hier. Folsäure, nein. Hey, was brauchst du? Leute, ich brauche so einen Hosenbunderweiterer. Da musst du zum Lockenstab. Kauf mir Lockenstab zu Weihnachten. Lass nachher ein Nickerchen machen in den Ex-Bett, wenn die nicht da ist. Das ist fett Döner essen und danach hinlegen. Boah. Du weißt, dass gut ist. Versuch, Mädchen, versuch, Digga. Versuch. Was holt ihr euch zum Essen? Was holt ihr euch? Wer zahlt? Wer zahlt? Zell zahlt? Die gönnt? Auch für mich? Wie ihr wisst, ich war shoppen, also wir, ich und ihr. Und zuerst haben wir Pizza, Leute. Da habe ich schon ein Stück genascht. Ich habe mir einen vegetarischen Jufka geholt. Dann für uns beide zum Trinken einen Mango-Eistee, Elephant Bay. Oh mein Gott, das Ding ist unser Dönerladen, unser Lieblingsdönerladen, hat aber nicht unsere Lieblingssoße, diese typische Dönersoße. Doch. Und deshalb waren wir bei einem anderen Dönerladen und haben dort geholt. Fühlt sich echt illegal an, Leute, aber ihr kennt alle diese weiße Joghurtsoße da. Unser Dönerladen hat es auf jeden Fall nicht, aber wir haben es woanders geholt. Mal gucken, ob es schmeckt. Ich glaube, es wird sehr komisch schmecken. Ich glaube, wir haben nur die Pizza geholt, gell, wegen den Soßen, weil ich glaube, das wird so fetzen. Leute, okay. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall. Sel! Sel! Oh, mein Nagel! Dann, Leute, hier unser Dönerpizza. Oh mein Gott, du hast auch ein Getränk. Du hast kein Getränk für mich, Alter. Für einen Mensch. Selina. Sel! Ich bin hier. Hallo. Unsere Soße vom Bam Bam, Leute. Unsere typische Soße, Kräuter, Knoblauch. Selina! Hallo! Ich habe noch was bei Subway was bestellt. Was? Zehnerpack. Heute ist Gallo, Leute. Was? Schön. Subway, Alter! Mein Dönerladen und Subway ohne mich? Ich hab Hunger! Oh, Leute, Ingas Döner. Wow. Und dann ist hier meins. Mann! Yummy, yummy, yummy. Yummy, funny. Funny, yummy. Ich tunk da jetzt rein. Da dazu nach oben drauf. Biber. Cheers, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Digga, ich schwöre, du bist kein Mensch, Alter. Ich hasse dich. No, white chip macadamia? Ich mag das doch gar nicht. Voll lecker. Ich mag das. Ich mag es auch. Ich auch.
Oh mein Gott, Leute, das schmeckt so geil. Wirklich, ich hoffe, die hätten auch diese Dönersoße. Die haben auch Joghurt, aber das ist nicht so diese typische Dönersoße. Egal, passt schon. Passt schon. Passt schon. Die ist zwar komplett mal ausrasten und hat meine kompletten Klamotten hier um mich geworfen. Das reicht noch nicht. Aber es reicht mir noch nicht. Ich meine, ihre Jungs ignorieren sie auch. Und trotzdem schafft sie es irgendwie, dass sie hier auch mit Aufmerksamkeit schenken. Boah, Schwenger, vertrau mir erst jetzt. Mmh. Geil, ja. Hast du probiert? Oh mein Gott, ich mach so cool. Hallo! Mann, ich bin hier, Digga. Ich schaff das, Alter. Nee, Leute, ist echt fetzig, Alter. Ich bin hier. Leute, let's taste. Digga! Nee! Ich bin hier! Boah. Junge, Eckert hat heute Mittag schon eine Dönerbox, Leute. Wollte ich kurz erwähnen. Digga, ich freue mich schon, wenn wir uns in dem Bett legen. Weißt du, wie kalt es wird, Digga? Yasin! Yasin kommt jetzt, Leute, weil wir haben genug was viel. Was für Yasin, Alter? Was für Yasin? Yasin! Nein! Boah, ey, nee, aber du kannst das haben, Yasin. Nein, nein, das will ich noch. Wir rufen Yasin immer, Leute, wenn wir noch Essen übrig haben. Boah, aber die Pizza gebe ich nicht weg, mein Gott. Die Pizza ist so geil, Leute. Yasin, dann hol die Pizza auch. Na, ich hab die Soße gegessen. Und ich dann drücke und dann... Aber was ist denn für eine Soße? Yasin! So eine Undankbare, die halt rum, weil da die normale Dönersoße drin ist, Alter. Die soll froh sein, dass sie irgendwas hat, Alter. Hä? Ja? Das Zimmer ist hier leer. Ich hab doch schon ein Moralschale. Ja, willst du nicht alle zu kommen? Nein! Sollen wir schlafen, bis Cookies kommen? Oh, ja. Kannst du hören? Nein! Das ist eklig, Alter. Das ist eklig. Das ist meine Cola, bitte. Was ist denn? Sorry, Case. Was tut mir denn? Wisst ihr, ich habe heute sehr viel schwarzen Tee gedrückt. Geh jetzt runter. So, bist du nicht sitzen, Digga? Denkst du, Eckart, irgendwelche Kameras hier in diesem Zimmer, weil ich mich hier Geschenke zeige? Ja. Passieren hier irgendwie aus Versehen, Leute. Ich stelle euch jetzt zuerst die Weihnachtsgeschenke vor. Ich möchte kurz vorab sagen, Leute, es ist Oktober und die Geschenke sind noch nicht vollständig. Natürlich fehlt da was. Bei Yasin habe ich mich für das Thema Blau entschieden. Einmal Power Duschgel Shampoo, weil er geht nicht so gern duschen, er riecht das gut. Dann habe ich ihm zwei verschiedene Deos gekauft. Die braucht er. Die kann er mitnehmen in seine Schultasche oder in seinen Jacken oder in seine Westentasche. Dann ein Labello, weil er hat eine Freundin, Leute. Yasin hat eine Freundin. Okay. Ich bin nicht ausgerastet, als ich erfahren habe. Ich bin sehr stolz auf mich. Aber falls sie küssen, versteht ihr? Dann habe ich noch ein Haarspray gekauft, weil er immer meins klaut. So, das sind jetzt die Sachen für Yasin. Und jetzt zeige ich euch, für Yasin habe ich dann noch Eyepatches, weil er hat Augenringe. Und jetzt kommen Sachen für Egg. Und zwar hat Egg einmal ihre Haarfarbe bekommen, weil die hat die irgendwie nie, weil die broke ist. Dann BB-Hauttücher, Reinigungstücher. Lashes, so Hydro-Gel-Patches, weil Eckert auch Augenringe und ich glaube, die braucht das. Ein Lipbalm für ihre Crusty Lips, weil Leute, ich weiß nicht, was da los ist. Aber irgendwelche Bubbles hat die immer im Mund. Dann noch Augenpatches von einer guten Marke. Ein, das war mehr als so nötig, Leute. Und zwar haben Egg und ich habe beide Augenbrauenstifte. Nee. Oder Lipliner, die man spitzen muss. Und nein, ich habe keinen einzigen. Ja, das habe ich nicht gekauft. Um ehrlich zu sein, habe ich einfach nur Egg gekauft, dass ich es benutzen kann. Aber sie denken, dass es für sie ist. Checkt ihr. Dann Duschgel, weil sie stinkt auch immer.
Das ist für ihre kleine Pups-Handtasche. Das ist dann feuchtes Toilettenpapier, Leute, in pink. Ihr merkt, ihr Motto ist pink. Zum Mitnehmen, weil... Leute, Egg hat hinter Douglas und DM Pipi gemacht. Stimmt nicht! Und da ist eigentlich eine Kamera, die gelivestreamt wird. Die zwei Sachen habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Aber das Ding ist, Leute, ich glaube, Egg wird die Haargummis 100% tragen. Die braucht immer Haargummis. Und Rasiergel ist auch immer gut. Ich habe nicht uriniert. Auf jeden Fall, ich finde meine Beute eigentlich ganz gut. Da klar, aber da fehlen noch ein paar Sachen und so Kleinigkeiten. Zum Beispiel Jassen kaufe ich safe noch PSN-Karte, weil der ist ein bisschen süchtig. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, Leute. Oh mein Gott, noch ein Kassenzettel. Oh ja, das ist mein... Was? Was? Die hat mir das zweimal berechnet. Das kostet 8 Euro. Ja, Leute, ich zeige euch mal jetzt, warum ich manchmal so schlimm finde, dass eigentlich meine Schwester das Alltag... Also erstens, ganz ehrlich, Leute, die hat nie Geld. Zweitens, sie zieht mich immer ab. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reingucke. Leute, ihr wisst ja, die Winterzeit hat angefangen und ich habe euch gesagt, für Winterjacke ist schon viel zu dick. Meine Jacke ist viel zu dick, aber Leute, Ex-Jacke ist perfekt. Ich ziehe die morgen in der Schule an. Ich meine, guckt euch mal. Meine. Die ist ein bisschen hässlich, wegen den ganzen Flecken und so. Aber Leute, wenn man klickt. Oh, die steht hat, dir voll. Echt jetzt? Ja. Ich ziehe morgen in die Schule an. Okay. Das ist meine. Die steht mir wirklich besser als Egg, einfach. Das ist meine Jacke. Nein! Ich habe noch eine Jacke, mein Leben! So, Leute, was haben wir noch? Masken? Mann, zieh dir diese an! Airpods! Mann! Ich spreche dich in den Ohren, Mädchen. Sieht echt gut aus. Geh, ich möchte sie morgen in die Schule an! Lecker Haare! So, Leute! Lasten. Bettlaken! Lasten. Ich brauche nur die Bettlaken! Schreib mir in Kommentare, ob ich wieder rothaarig werden soll. Ich habe ganz viele TikToks gesehen. Ja, auf jeden Fall. Schau, du sah so gut aus. Voila! Ja. Hey, du bist die einzig wahre Rothaarige. Ja. Erste Rothaarige. Ich stell dir vor, du bist jetzt ein Freund. Sieht gut aus, Hannah. Okay, Leute. Wir haben 18 White Chip Macadamia. Gönnung jetzt, Leute. Ich krieg jetzt auch was. Welche sind deine Lieblingscookies? Ich krieg auch was. Zuerst meine WhatsApp-Nachrichten abchecken. Eins für dich. Oh mein Gott, das ist noch warm ein bisschen. Oh mein Gott. Mein Gott, ich hab kein Pizza. Ich hab kein Pizza gekriegt. Leute, die Schokolade ist immer noch flüssig. Guckt mal. Ey, Jassen, Cookies. Hast du mich gerade gerufen? Ja. Warst du? Den ganzen Tag war ich mit euch, Alter. Tu mal nicht so, Junge. Ihr habt Pizza. Wo warst du? Toaste vor meinem Hallo, Lieb. Hallo. Bei euch. Wo warst Bei du? Bei euch. Oh mein Gott. Ein Cookie. Warum bist du jetzt in 10 Jahren nicht gegessen, Mädchen? Weil du mir keine Pizza gegeben hast. Ich hab ihn ignoriert. Hä, wir hatten keine Pizza. Doch. Nein. Ja. Du bist nicht bei uns. Ja. Boah, wenn du den Ofen machst, dann sind die wieder saftig. Gute Nacht, Leute und Egg. Nächstes Mal sei nicht so lange draußen, Alter. Da. Ich war mit euch. Oh mein Gott, schenke ich dir auch zu Weihnachten. Hey, ich war mit euch den ganzen Tag. Was redest du? Was redest du? Du hast so geschlafen. Nein. Wir waren Rossmann, wir waren beim Dönerladen. Ihr habt heute gegessen, ihr seid auf mein Bett gesprungen. Ihr habt mich ignoriert den ganzen Tag. Also ich weiß nicht, mit wem du warst. Mit euch. Was holt ihr euch zum Essen? Was holt ihr euch?